Ach, Leute, hört ihr das? Genau, Möwen. Und was bedeutet das? Wir sind endlich da, am Meer. Der Stau hat sich in Luft aufgelöst und wir sind ohne Probleme durchgekommen. Oh, herrlich. Hier weht auch gleich so ein schöner Wind. Dann ist die Hitze gleich nicht mehr so schlimm. Das heißt nicht, dass die Sonne weniger schädlich ist, wenn du dich ihr zu lange aussetzt. Deswegen habe ich mich auch schon mit Sonnencreme eingeschmiert, du Naseweiß. Meine Nase ist nicht weiß. Ich habe noch nicht mal eine. Oh Mann, Roberta, das... Egal. Hier, guck mal, dein Sonnenhut. Wir wollen ja nicht, dass deine Prozessoren überhitzen. Ich setze meinen auch auf. Jetzt noch die Sonnenbrille. Flipflops an, Sonnenschirm, Luftmatratze unter den Arm und los! Wer zuletzt am Strand ist, hat verloren! Tobias, warte. Mein Antrieb ist nicht auf Sand ausgelegt. Tobias? Also gut. Ah, was ist das denn? Tobias, was ist los? Oh nein, ich stecke fest. Tobias? Antrieb überhitzt! Wo bleibst du denn, Roberta? Und, hey! Mann! Lass das mal! Man wirft nicht mit Sand, Roberta! Roberta, stopp! Oh, was machst du denn da, Roberta? Ich stecke fest. Ach so, ja, stimmt. Entschuldige bitte, Roberta. Hab ich nicht dran gedacht. Komm her, ich nehme dich hoch! Und jetzt guck dir das mal an hier. Was denn? Na, Müll. Überall Müll. Da verrostete Dosen, hier irgendwelche aufgeweichten Windeln, leere Flaschenscherben und ein ganzer Haufen Plastikzeug. Überall hier. Der ganze Strand ist doch zugemüllt. Dem Zustand und der Verteilung nach zu urteilen, wurde es aus dem Meer angeschwemmt. Ja, also ich leg mich da nicht hin. Das ist ja wohl voll eklig hier. Roberta, da müssen wir erstmal aufräumen. Zum Glück habe ich aber auch ein paar Mülltüten dabei. Die waren zwar eigentlich für meinen eigenen Müll gedacht, aber naja, ist jetzt ja auch egal. Komm, los geht's, Roberta. Tobias, mein Antrieb. Ach ja, schon verstanden. Roberta, Flugmodus aktivieren. So, damit sollte jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Und ihr erfahrt in der Zeit, wie Müll überhaupt ins Meer kommt und wieso Plastik dabei besonders problematisch ist.